Als Teuel am Abend des 11. März 2021 das Haus verlässt, ist er aufgeregt. Es ist sein erstes richtiges Vorstellungsgespräch. Endlich ein Schritt in die Eigenständigkeit und endlich könnte er ein unabhängiges Leben beginnen, zusammen mit seiner Freundin, mit der er von der Zukunft und einem kleinen Eigenheim träumt. Doch Teuel weiß nicht, dass nicht seine fröhliche Art oder sein freundliches Auftreten seinen neuen Arbeitgeber überzeugt haben. Es gibt keinen Job für Teuel. Es ist eine Falle. Teuel. Fotos von Teuel zeigen einen fröhlichen jungen Mann mit einem strahlenden Lächeln. Doch dahinter verbirgt sich ein Leben, das nie einfach war. Aufgewachsen ist Teuel in der argentinischen Stadt San Vicente, einem Vorort der Hauptstadt Buenos Aires. Es ist eine ländliche, strenge katholische Gegend, in der es Teuel während seiner Jugend nicht leicht hat. Denn schon früh erkennen seine Eltern Norma und Andres, dass Teuel bei seiner Geburt das falsche Geschlecht zugewiesen wurde. Als Kind denken sie noch, dass Teuel lesbisch ist. Als Teenager macht er ihnen klar, dass er ein Mann ist. Seine Eltern unterstützen ihren Sohn. Und auch wenn es erst schwer für ihn ist, in der katholischen Ortsgemeinschaft akzeptiert zu werden, wendet sich schnell das Blatt, nachdem Teuel mit 18 Jahren öffentlich damit umgeht, dass er trans ist. Mit 21 Jahren wird ihm endlich der Weg geebnet, die geschlechtsangleichenden Maßnahmen zu beginnen. Die Nachbarschaft liebt ihn mittlerweile für seine fröhliche und respektvolle Art. Er ist hilfsbereit und unterstützt ältere Menschen bei Einkäufen und Besorgung. Auch in der Liebe läuft es gut für Teuel. Seit einiger Zeit ist er mit seiner Freundin Luciana zusammen, die bereits einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung hat, den Teuel über alles liebt. Besonders stolz macht es ihn auf mehreren Ebenen, als Lucianas Sohn ihn zum ersten Mal seinen Vater nennt. Für Luciana spielt die Transidentität ihres Partners keine Rolle. Im Gegensatz zu vielen anderen, die in den kleinen argentinischen Städten und Dörfern aufgewachsen sind, hat in Lucianas Familie Religion keine Rolle gespielt. Dafür die Aufklärung über Diversität. Ihre Cousins sind selbst trans und ihre Onkel homosexuell. Eigentlich könnte für Teuel de la Torre das Leben mit 21 Jahren nicht besser laufen. Er hat seine Geschlechtsangleichung begonnen und ist glücklich mit seiner Freundin. Doch Geld fehlt. Luciana, ihr Sohn und Teuel leben in dem kleinen Haus seiner Mutter Norma. Teuels Eltern sind mittlerweile getrennt. Er hat eine Zeit lang bei seinem Vater gelebt und ist nun zu seiner Mutter gezogen. Der Kontakt zu seinem Vater Andres ist trotzdem noch sehr eng. Anfang 2021 renoviert er gerade sein Haus. Sein Sohn hält er über den Fortschritt per WhatsApp auf dem Laufenden und schickt ihm regelmäßig Bilder. Eines der Bilder ist die neue Küche von Andres, die er selbst renoviert hat. Teuel antwortet ihm mit einer Sprachnachricht, dass er ihn bald besuchen wird, um den Fortschritt selbst zu sehen. Auch 2 Jahre später hört sich Andres regelmäßig die Nachricht an. Es sind Momente der Verzweiflung, der Trauer und der Wut, wenn er Teuels Stimme hören will und zu seinem Handy greift. Es sind die letzten Worte seines Sohns, die er seit 2 Jahren gehört hat, und ihn zermürbt die Ungewissheit, ob er je wieder mit Teuel sprechen kann. Das Jobangebot. Seine finanziellen Sorgen belasten Teuel schwer. Sein größter Wunsch ist es, endlich eine Ausbildungsstelle oder eine richtige Anstellung zu finden, um seiner kleinen Familie etwas bieten zu können. Doch bislang kann er sich nur mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten. Bei zahlreichen Vorstellungsgesprächen muss er transfeindliche Beleidigungen über sich ergehen lassen. Teuels große Hoffnung ist jedoch ein neues Gesetz im Land, das allerdings erst im Sommer 2021 in Kraft tritt. Als erstes Land weltweit führt Argentinien eine 1%ige Transquote im öffentlichen Dienst ein. Bislang waren 95% der Transpersonen im Land als arbeitslos registriert, was das neue Gesetz nun ändern will. Private Unternehmen bringt die Quote ebenfalls in den Handlungszwang, auch weil Unternehmen, die Transpersonen beschäftigen, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bevorzugt werden. Teuel gibt das bevorstehende neue Gesetz Hoffnung, endlich einen festen Job zu finden.
Und am 11. März 2021 hat er sein erstes ernstzunehmendes Vorstellungsgespräch in der Gastronomie. Bei Veranstaltung der Sozialistischen Arbeiterbewegung hat DOL den 37-jährigen Luis Alberto Ramos kennengelernt, der ihm einen Job bei verschiedenen Events angeboten hat. Voller Vorfreude verabschiedet sich DOL am Abend des 11. März 2021 von seiner Freundin Luciana, die ihm viel Glück beim Vorstellungsgespräch wünscht. Gegen 19 Uhr geht ihr Freund los. Die späte Uhrzeit für ein Vorstellungsgespräch verwundert sie zwar, aber sie weiß auch, dass, wenn DOL in der Gastronomie angenommen wird, er vor allem abends und nachts arbeiten muss. Seine Mutter Norma ist zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sie kümmert sich um ihre Tochter und deren Kinder, die gerade krank sind. Am Freitag, einen Tag nach dem Vorstellungsgespräch, schreibt sie DOL eine WhatsApp-Nachricht. Doch der 21-Jährige antwortet ihr nicht. Sie weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass ihre Schwiegertochter Luciana mittlerweile fast vor Sorge umkommt. Seit Stunden wartet sie auf DOL, während sie anfangs noch gedacht hat, dass er vielleicht gleich seine erste Schicht absolvieren musste. Und erst am nächsten Morgen kommt, ist sie inzwischen verzweifelt, denn sie kann DOL nicht erreichen. Sie telefoniert seinen Freundeskreis ab, geht zur Polizei, wo sie beim ersten Mal nicht ernst genommen und wieder nach Hause geschickt wird, bis sie schließlich DOLs Eltern anrufen und ihnen das Schwerste mitteilen muss. Sie glaubt, ihm ist etwas zugestoßen. Die letzte Spur. Erst als Luciana das zweite Mal in der Nacht vom 12. auf den 13. März 2021 mit Begleitung zur Polizei geht, wird die Vermisstenanzeige des 21-Jährigen aufgenommen und es beginnen umgehend die Ermittlungen. Mehr als 300 Polizeikräfte mit Polizeihunden und Hubschraubern sind in den nächsten Tagen in San Vicente unterwegs. Die versuchen, die letzten Wege von DOL zu rekonstruieren. Doch es dauert schließlich eine Woche, bis die Handydaten des 21-Jährigen der Polizei einen wichtigen Hinweis liefern. Und dieser führt die Polizei direkt zu Luis Alberto Ramos, der Mann, mit dem sich DOL für ein Bewerbungsgespräch treffen wollte. Um 20.42 Uhr, am Tag seines Verschwindens, wird in DOLs Google-Konto ein Foto gespeichert. Es zeigt ihn mit zwei Männern. Es sind Luis Alberto Ramos und ein Freund von ihm, der 46-jährige Oscar Alfredo Montes. Als Andrés de la Torre das Foto zum ersten Mal sieht, ahnt er Schlimmes. Er kennt seinen Sohn wie kaum ein anderer und er weiß, wie DOL aussieht, wenn er sich unwohl fühlt. Er greift sich an die Nase. So wie auf dem Bild. Sein Vater ist sich sicher, dass das kein gewöhnliches Vorstellungsgespräch war und sein Sohn bereits geahnt hat, dass der Abend kein gutes Ende finden wird. Mehr als drei Stunden, nachdem das Foto aufgenommen wurde, um kurz nach 0 Uhr, sendet DOLs Handy das letzte Signal. Mitten auf einem Feld nahe des Bahnhofs, an dem er sich mit Luis Alberto getroffen hat und wo auch das Foto entstand. Als Luis Alberto Ramos befragt wird, bestreitet er, etwas mit dem Verschwinden von DOL zu tun zu haben. Es stimmt, dass die beiden sich am Bahnhof getroffen und bei ihm zu Hause über den Job gesprochen haben. DOL habe das Jobangebot gefallen und danach sei er nach Hause gefahren. Luis Alberto habe den 21-Jährigen noch zum Bahnhof gebracht, wo er sich von ihm Geld für ein Ticket geliehen hätte und er das Geld am Bankautomaten auf sein Konto eingezahlt haben soll. Doch Luis Albertos Geschichte hat Lücken. Die Überwachungsaufnahmen am Bahnhof zeigen weder ihn noch DOL und auf dem Konto des 21-Jährigen gibt es auch nicht die Transaktion, von der Luis Alberto gesprochen hat. Und noch etwas macht den 37-Jährigen von einem Zeugen zu einem Tatverdächtigen. Seine Vergangenheit. Er ist mehrfach vorbestraft wegen Drogenhandel und sexuellem Missbrauch und musste bereits eine lange Haftstrafe wegen Mordes absitzen. Am 23. März 2021 wird Luis Alberto Ramos verhaftet. Und die Polizei ist sich sofort sicher, dass er etwas zu verbergen hat. Er hat sein Äußeres verändert, sich die Haare abrasiert und Daten von seinem Handy gelöscht. Als sein Haus durchsucht wird, stellt die Polizei schnell fest, warum Luis Alberto Ramos versucht hat, unterzutauchen. Auf seinem Grundstück wird DOLs verbranntes Handy und seine blaue Jacke gefunden. Außerdem kann die Polizei zwei Bluttropfen in seinem Haus sicherstellen. Die DNA-Analyse bestätigt, dass es sich um DOLs Blut handelt.
Vier Tage später geht durch die argentinische Presse, dass es eine zweite Festnahme im Fall DOL gegeben hat. Die Ermittlungsbehörden sind sich sicher, dass auch Oscar Alfredo Montes in Verschwinden verwickelt ist. Er streitet ab, DOL auch nur gekannt zu haben, doch die Beweise sind erdrückend. Das Foto, das ihn zusammen mit DOL zeigt, können sie auf seinem Handy sicherstellen. Seit ihrer Verhaftung im März 2021 schweigen Luis Alberto Ramos und Oscar Alfredo Montes. Und das bis heute. Tot oder lebendig? Mit der Verhaftung der beiden mutmaßlichen Täter steht für die Staatsanwaltschaft schnell fest, was sich am 11. März 2021 ereignet hat. DOL de la Torre hat die Nacht nicht überlebt. Mutmaßlich wurde er von den beiden Angeklagten ermordet. Doch wo ist DOLs toter Körper? Es gibt zahlreiche große Suchaktionen der Polizei. Es werden Tauchtrupps eingesetzt, eine Müllhalde sowie eine Schweinefarm durchsucht. Doch nirgends gibt es einen Hinweis auf DOL und die Beschuldigten schweigen. Erst im November 2021, ein halbes Jahr nach den Festnahmen, müssen sich Luis Alberto Ramos und Oscar Alfredo Montes einer erneuten Befragung der Staatsanwaltschaft stellen. Den Inhalt ihrer Aussage veröffentlichen die Behörden nicht und es scheint auch keinen neuen Hinweis zu DOLs Fundort zu geben. Allerdings ändert die Staatsanwaltschaft daraufhin die Einstufung des Verbrechens. Die beiden Beschuldigten sind nun nicht nur wegen Mordes, sondern wegen schweren Mordes aus Hass auf die Geschlechtsidentität angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass DOL aufgrund seiner Transidentität sterben musste. Er war kein zufälliges Opfer, sondern wurde in eine Falle gelockt von Menschen, denen er vertraut und von denen er sich einen Job erhofft hat. Nur kurze Zeit nach dem Verschwinden von DOL de la Torre erhält der Fall eine riesige mediale Aufmerksamkeit. Zahlreiche Transorganisationen und Aktivistengruppen organisieren zusammen mit seiner Familie Trauermärsche, die Gerechtigkeit fordern. Trotz der anfangs intensiven Suchmaßnahmen der Polizei erlischt scheinbar schnell das Interesse, DOL zu finden. Viele Organisationen kritisieren, dass der Fall für die Behörden zu schnell abgeschlossen zu sein scheint. Polizei und Staatsanwaltschaft sind überzeugt, dass der 21-Jährige tot ist. Die Suche nach einem lebendigen DOL scheint sie völlig auszuschließen. Besonders sein Vater kritisiert das Vorgehen. Er hält sich immer noch an dem Gedanken fest, dass sein Sohn leben könnte. Schließlich gibt es nur die Bluttropfen, die von DOL gefunden wurden. Wenn DOL wirklich getötet worden wäre, hätte die Polizei nicht noch mehr Blut im Haus finden müssen? Vielleicht wurde er nur bewusstlos geschlagen und weggeschafft. Andres Anwältin, die spezialisiert ist auf Hasskriminalität auf die LGBTQIA+-Community, sagt in einer Erklärung: Wir sind daran interessiert, alle Möglichkeiten zu untersuchen. Besteht die Möglichkeit, dass DOL lebt? Ja, denn in der Akte steht nichts, was das mit Sicherheit ausschließt. In Ramos Haus wurden zwei Blutstropfen mit DNA gefunden, die mit DOLs Verwandten übereinstimmen, aber das hätte das Ergebnis von allen sein können. Einem Schlag, einer versehentlichen Schnittwunde etc. Es beweist nur, dass DOL vor Ort war und es beweist, dass Ramos und Montes gelogen haben. Aber es beweist nicht, dass DOL tot ist. Andres ist überzeugt, dass die Behörden DOL für tot erklärt haben, um Ruhe in den Fall zu bringen und die Suche einzustellen. Nicht zuletzt, weil Monate nach DOLs Verschwinden die Transquote im öffentlichen Dienst eingeführt wird. Ein eigentlich guter Schritt, mit dem Argentinien weltweit als Vorreiter gilt. Doch die Realität für Transpersonen sieht anders aus. Und ein bei einem Vorstellungsgespräch verschwundener Transmann lässt die neu eingeführte Quote schlecht aussehen. Immer noch müssen Transpersonen im katholisch geprägten Argentinien mit Anfeindung, Diskriminierung und Angriffen gegen sie rechnen. Die Lebenserwartung für Transpersonen liegt im Land nur bei 40 Jahren. Und Transorganisationen fordern seit Jahren gesellschaftliche Veränderung und Aufklärung, um die Missstände aufzuarbeiten. DOLs Familie und zahlreiche Menschen und Organisationen, die sie unterstützen, setzen alles daran, dass DOL nicht vergessen wird. Regelmäßig organisieren sie Trauermärsche und Gedenkveranstaltungen. Über Social Media versuchen sie, Zeugen und Zeuginnen zu finden. Die Behörden haben 5 Millionen Peso Belohnung ausgeschrieben.
Und obwohl 50 Personen von der Polizei für Zeugenaussagen für den anstehenden Prozess geladen sind, scheinen nur Luis Alberto Ramos und Oscar Alfredo Montes zu wissen, was mit Teuel passiert ist. Und diese schweigen bis heute. Auch 2 Jahre nach dem Verschwinden wartet seine Familie auf den Prozessbeginn, für den es noch kein Datum gibt, der endlich ihre Fragen beantworten soll. Sie werden als Nebenkläger auftreten, um Akteneinsicht zu bekommen, um endlich herauszufinden, weshalb die Behörden so fest davon überzeugt sind, dass Teuel tot ist und wieso sie zu der Annahme gekommen sind, dass es ein Hassverbrechen ist. Teuels Mutter Norma wünscht sich nichts mehr, als dass die Angeklagten endlich ihr Schweigen brechen. Ich möchte nur, dass sie reden. Es ist das Einzige, was ich von Gott verlange. Bringe sie zum Reden. Wenn er lebt, wünsche ich mir, dass er wieder auftaucht. Wenn er tot ist, möchte ich seinen Körper begraben, damit wir einen Ort haben, an dem wir trauern und Blumen ablegen können. Während Norma mittlerweile den Gedanken akzeptiert hat, dass ihr Sohn tot sein könnte, ist sein Vater Andres überzeugt, dass Teuel noch leben könnte. Vor allem eine Theorie, was vielleicht mit seinem Sohn passiert sein könnte, lässt seinen Vater Andres nicht los. Was, wenn die beiden Angeklagten den 21-Jährigen nicht getötet, sondern ihn verschleppt haben? Was, wenn er an Menschenhändler geraten oder in die Fänge von Zwangsprostitution gekommen ist? Solange Teuels Körper nicht gefunden wurde, kann er den Gedanken nicht verdrängen, dass sein Sohn noch lebt. Seit 2 Jahren hat sich Andres Leben radikal verändert. Der 70-jährige Rentner genießt nicht, wie er eigentlich vorhatte, seinen Ruhestand. Seit dem Verschwinden von Teuel reist er durch Argentinien. Er verteilt Suchplakate, befragt Menschen und sucht nach seinem Sohn. In einem Interview sagt er: "Mein Leben existiert nicht mehr. Ich mache nichts, außer zu suchen." Er macht sich Vorwürfe, Teuel vielleicht nicht genug unterstützt zu haben. Und kann nicht damit leben, dass sein Sohn vielleicht noch lebt und mitbekommt, dass sein Vater nicht alles daran setzt, ihn zu finden. Seit 2 Jahren fährt Andres deshalb durch Argentinien, getrieben von dem Wunsch, seinen Sohn endlich wieder in die Arme zu schließen. Seine Suche wird er erst beenden, wenn er Teuel gefunden hat. Ganz gleich, ob tot oder lebendig.